Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg zum Hort des Drachen und müssen uns immer noch gegen viele, viele Harpyien durchkämpfen. Kommen wieder welche von hinten? Bis jetzt sehe ich keine. Okay. Mein Atem geht. Haben wir dir die Federn? Ja, dir haben wir die Federn gegeben. Oh, zwei Paar Harpyienfedern. Was ich gucken wollte. Nein. Wie lange hebt die Brandsalbe eigentlich? 45 Sekunden. Also nicht so sonderlich lang. Okay, nächste Harpyien-Schar. So, alle wegrennen, wegschießen. So. Von denen hat keine diesmal was. So, machen wir mal den Armaturz neu. Und da kommt schon die nächste Harpyiengesellschaft. Ich versuche mein Bestes, Angroschbart. Sanya. Sanyasa Fegra. Das bin ich. Thorax. Oh, und diesmal kommen welche von hinten. Oh, und von vorne kommen auch neue. Ja. Alles klar. Jetzt wird's ein Aquar. Oh, noch mehr. Lass doch mal Trompen machen. Für Ardo. Und noch mehr. Folgt mir. Komm schon. Candidus. Zum Glück haben wir doch die zwei Zwergarmbrustschützen, die mithelfen. So, eine noch. Sieht so aus, als wären das die letzten gewesen. Der Weg zum Drachenhort ist nun frei.
Ja, das ist gut zu wissen. Meine Freunde, auch wenn unser Feind verwundet ist, steht uns ein harter Kampf bevor. Ayangrosh, lasst uns beginnen. Jo. Wir kriegen wahrscheinlich hoffentlich vorher nochmal ein Autosave. Bevor wir gegen Yafgur kämpfen dürfen, den wir ja schon... Oh, Archon Megalon. Hi. Ich muss sagen, dieses Tal hat sich als wahrer Glücksgriff für meine Forschung erwiesen. Ihr habt den Angriff des Drachen ja auch mitverfolgt. Das war alles sehr aufschlussreich. So wie es aussieht. Ihr habt gewusst, dass dieser Drache Prinzhain angreifen wird? Warum habt ihr nichts getan? Ihr ergötzt euch am Leid anderer, ihr seid doch geisteskrank. Ich bin sicher, ihr habt viel für eure Studien lernen können, Fremder. Nehmen wir mal das Erste. Es liegt nicht an mir, mich in diese Angelegenheiten einzumischen. Wir spielen alle unsere Rolle auf dieser Welt. Ihr mögt den Drang verspüren, euch in das Rampenlicht zu drängen und den Ausgang des Stücks zu beeinflussen. Meine Rolle hingegen ist die eines Zuschauers, eines Zeugen, wenn ihr so wollt. Für meine Forschung war es von großer Wichtigkeit, dass der Angriff plötzlich erfolgte. So konnte ich die Auswirkungen der plötzlich auftretenden unerwarteten Terrors beobachten. Hätte ich die Menschen gewarnt, so hätte sich ihre Furcht langsam aufgebaut und das Ergebnis wäre ein anderes gewesen. Ja, und was habt ihr in Brennzeit gelernt und was sucht ihr jetzt hier? Habt Drachen auch Angst? Ich glaube nicht, dass es... ein Lebewesen auf Dere gibt, das nicht in der Lage ist, Angst zu verspüren. Ja, auch Drachen können Angst verspüren und dieser kann es besonders. Ihr scheint mehr über die Bestie zu wissen. Was könnt ihr mir über sie erzählen? Die Kreatur ist ein Draco Magento, ein Purpurwo. Eher jung, schätze ich. 10 Schritt lang mit 6 Beinen und schwarz-blauen Schuppen. Er scheint wie von Wahn, Angst und Raserei getrieben zu sein. Sein fremdartiges Wüten und seine gewaltigen Kräfte müssen bei den Menschen zwangsläufig tiefste Existenzängste hervorrufen. Glaubt mir, üblicherweise sind Drachen intelligenter, als dass sie wahllos Menschen töten. So wertlos sie auch sein mögen. Möglicherweise ist er ja in der Bumpft. Wisst ihr, wie ich gegen den Drachen kämpfen kann? Mit viel Leichtsinn und Lebensmüdigkeit. Ach, verzeiht den Humor eines alten Mannes. Er aus Verzweiflung geborener Mut ist posierlich. Nur ein Narr würde versuchen, einen Drachen alleine zu bekämpfen. Er ist ein starker und zu schlauer Gegner. Der Bauch der Kreatur ist weniger gepanzert als Kopf und der Rücken. Beachtet auch den Flammenatem aus seinem Maul. Er kann euch leicht vernichten. Conchini-Salbe hilft gegen solche Verbrennungen. Ich könnte euch welche verkaufen und mein anderes Kleinod der Kräuter- und Zauberkunst. Zeigt mir eure Waren. Ja, was hat er denn Schönes? Eigentlich sollte ich alles kaufen, was er hat, weil ich glaube, wir haben nicht oft die Möglichkeit, was von ihm zu kaufen. Und viel hat er ja nicht, also kaufen wir einfach mal alles. Ja, weil er verschwindet dann einfach wieder. So, ein überschüssiger Schleifstein. Ich gebe den hier mal im Vorgrim. Noch eine Brandsalbe für Vorgrim, Waffenbalsam, eine Heilsalbe, Zaubertrank, ein Heiltrank, den wir stacken können, Ausdauertrank, Ausdauerpastillen und ein Antidot. Also ja, die beiden Sachen benutzen mit Vorgrim. Hier benutzen mit Benno hier. Sprich, Freund. Brandsalbe und Zielwasser könnten wir auch benutzen. Das bin ich. Parfüm brauchen wir nicht unbedingt. Na klar. Ja. Okay, hier schwellen schon die Bäume. Dann kriege ich noch ein Autosave vorher. Ist die gute Frage. Machen wir an der Stelle die sicherheitshalber mal einen Quicksave.
Okay, hier brennt wirklich alles. Gartosha Mortomosh Garkaroshe. Lasst uns der Bestie zeigen, wie Amboss-Zwerge kämpfen. Nein! Meine Brüder! Das soll deine letzte Gräueltat gewesen sein. Bratrakash! Ja, sieh mich nur genau an. Ich bin Prinz Arom, Sohn von König Aromboloch. Und werde deinem Zerstörungswerk ein Ende setzen. Okay, der Kampf beginnt. Es gab keinen Save dazwischen. So, nur noch Zielwasser. Aufgepasst! Bei Angroschbar! Geht das wieder ein bisschen schneller? Sonst ist das nicht krepiert, bevor es Bekanntschaft mit meiner Axt machen kann. Ja. Ha! Die. Okay, er hat viele Lebenspunkte. Das ist das Hauptproblem, eines der Probleme. Das andere Problem ist... Hey, wir können ihn brennen lassen. Das... Lass das mal vor, Grimmach. Bei Angrosch, Mann. Sprich, Freund. Yandra, das bin ich, Candidus. Okay, Attribut und Konstitution ist gezaubert. Ja. Alles klar. Furax. Bei meiner Axt. Oh, Prinz Arom sieht allerdings ja nicht so gut aus. Mandaya Ioi Bandai. Ich versuche mein Bestes. Sprich, Freund. Das bin ich. So, Brandsalbe ist erstmal wichtiger, als den Prinzen zu heilen. So, ihr trinkt erstmal Einbeersäfte. Gwendala, du ziehst dich mal zurück und heilst dich selber. Gladys, der nächste Feuer. Achso, ihr habt jetzt alle kein Ziel mehr. Sturm über Wasser. So, Gladys, du trinkst mal einen Zaubertrank. Wir brauchen nämlich noch mehr Zauber. Candidus. Meint ihr? Sanya. Okay, jetzt ist Amon down. Das heißt, jetzt greift er uns an.
Benutzen wir nochmal Brandsalbe. Sicher ist sicher. Das bin ich. So. Und dann hauen wir weiter auf ihn drauf. Er ist schon ziemlich angeschlagen. Die Sonja.